Hallo, hier ist der Sascha und in diesem Video werde ich dir ein bisschen darüber erzählen, warum emotionales Essen bei vielen Leuten wirklich genau das Problem ist, warum das Abnehmen nicht klappt. Und wir gucken ein bisschen dahinter, warum du vielleicht ein emotionaler Esser bist und was du auch dagegen tun kannst. Weil Emotionen gehören zu unserem Leben dazu und es gibt gute und schlechte. Und viele, gerade emotionale Esser, sind diejenigen, die sagen, ich habe eine gewisse Situation und möchte aus dieser Emotion raus, weil die ist unangenehm. Und was mache ich dann? Dann gehe ich ins Essen, weil ich aus dieser Emotion rauskommen möchte. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, das wird sich nie auflösen, wenn du sagst, ich sollte das einfach nicht machen, weil du dann um alles in der Welt eine Emotion versuchst zu vermeiden. Und sind wir mal ehrlich, es ist unmöglich, Emotionen zu vermeiden. Wir sind emotionale Wesen. Deswegen geht es vielmehr darum, besser mit deinen Emotionen umzugehen. Und dazu möchte ich dir einfach mal ein paar Dinge mit an die Hand geben, die dabei ja, enorm hilfreich sind und vor allen Dingen total wichtig ist. Und zwar folgendes. Der erste Punkt ist, schau mal, was ist der auslösende Trigger? Das heißt, welche Emotion kommt denn immer hoch, die dann dazu führt, dass du essen gehst oder dass du essen willst? Das ist mal ein ganz wichtiger Prozess. Der zweite Punkt ist, das Ganze zu entkoppeln. Das heißt, welche Emotion kommt und was mache ich dann? Das heißt, ich möchte aus dieser Emotion rauskommen. Und da geht es eben darum, dass du zwei Dinge machst. Die erste Sache ist, du gehst als erstes hin und hältst und lernst, diese Emotion einfach mal auszuhalten. So nach dem Motto, nicht, ich bin jetzt wütend oder ich bin sauer oder ich bin überlastet, sondern ich spüre, dass dort das Gefühl der Überlastung da ist. Das ist total wichtig, dass du es dissoziierst. Das heißt, dass du rausgehst und nicht sagst, ich bin wütend, sondern ich spüre, dass Wut da ist. Und es ist völlig okay, Wut dort dazulassen. Und dann geht es darum, dass du mal für dich die Frage stellst, also erstens, welche Emotion ist da? Die zweite Frage ist, wo spüre ich diese Emotion? Und das heißt, irgendwo in deinem Körper manifestiert sich eine Emotion immer ganz besonders deutlich. Das heißt, du gehst da mal ganz bewusst in diese Region, wo diese Wut ist. Und das nächste ist, du stellst dir einen Timer von 5 Minuten und bleibst erstmal mit diesem Gefühl da. Und versuchst dieses Gefühl nicht wegzudrängen. Eines der größten Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben, ist, dass wir die Dinge, die wir wollen, die versuchen wir unbedingt in unser Leben zu ziehen. Und die Dinge, die wir nicht wollen, versuchen wir unbedingt wegzudrücken. Und gerade dieses Wegdrücken sorgt eigentlich dafür, dass das noch weiter verstärkt wird. Was kann es alles sein? Also ist häufig das Thema Stress ist ein ganz, ganz großer. Hinter Stress ist dann einfach das Thema Angst, Einsamkeit. Das sind immer die Dinge, wo wir uns, Langeweile ist natürlich auch sowas, wo wir uns versuchen, mit Nahrung eben und mit Essen einfach zu trösten. Es geht wirklich darum, um das Trösten. Bedeutet, das, was du dort machst, es geht darum, deine Gefühle anders auszudrücken. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, wenn du dieses Gefühl hast, dass du eine andere Handlung machst. Das heißt, du fängst an, dich zum Beispiel zu bewegen. Wenn du merkst, dass du Stress hast, dann gehst du erstmal raus und machst einen kleinen Spaziergang. Der nächste Punkt ist, es kann sein, dass Meditation für dich gut ist und sagst, jetzt tue ich erstmal eine Minute ruhig und bewusst atmen. Ich weiß, es ist Arbeit, ganz klar. Es ist Arbeit, aus dieser automatisierten Handlung rauszukommen. Aber es ist definitiv wert, weil du kriegst einen ganz neuen Grad an Freiheit, wenn du das in deinen Alltag umsetzen kannst. Eine andere Möglichkeit ist, sprech mit Freunden. Und wenn du gerade niemanden zur Hand hast, dann fang an, einfach deine Gedanken aufzuschreiben. So, das heißt, wenn das Ganze einfach da ist, dann gibt es zwei Dinge. Vorher schon wissen, das heißt, diesen Trigger zu kennen und merken, wenn du in diese Richtung reinrutscht, das ist das Erste, was du machen kannst beim Thema emotionales Essen, halt dieses Gefühl aus und arbeite mit diesem Gefühl. Lass dieses Gefühl zu. Es ist völlig in Ordnung, dieses schlechte Gefühl zu haben. Wir müssen nicht dauernd gut drauf sein. Und der zweite Punkt ist, sorg dafür, dass du nur bestimmte Nahrungsmittel konsumierst, wenn du dieses Gefühl hast. Das heißt, zum Beispiel im Kühlschrank immer hart gekochte Eier haben. Und das heißt, boah, wenn du dieses Gefühl hast, dann isst du tendenziell eher vielleicht mal einen Apfel, machst dir ein Müsli, machst dir einen Eiweißshake, trinkst ein paar Ketone,
anstatt hinzugehen und sagen, boah, jetzt haue ich mir aber Chips rein. Weil wenn du dir dann Chips reinhaust, dann fängt wieder diese Schuld, diesen Schuldkreislauf an, wo du dann dich nachher für dein Handeln wieder verurteilst. Und da wollen wir rauskommen. Also viel Spaß beim Umsetzen und dann geht's weiter beim nächsten Tag.